So, und geht's weiter mit einer neuen Runde Flive. Wir sind wieder auf Shades Ranch und ja, wir sind aktuell Level 41 beziehungsweise 35, je nachdem. Ohne Glyphenbox. Jede Glyphenbox, okay. So, muss ich mal schnell schauen, dass ich irgendwie noch schnell einen Filler finde für die Party. Wenn man den einen findet. Wenn. So, genau, vor allem jetzt erstmal Rebuff. Wir wollen jetzt gleich wieder draufgehen und dann, ja, draufgehen und dann draufgehen. Ihr wisst, was ich meine. So, dann brauchen wir noch hier mal Cannonball. So, und es fehlt natürlich wieder was. Genau, Quickstep fehlt. Genau, jetzt haben wir alle Buffs. So, Steamwalker, warte, nee, Steamwalker glaube ich auch noch nicht. Wir waren glaube ich bei den Lioners vorher. Wenn ich mich so richtig anzunehmen. Oh Gott, oder? Und Haste fehlt. Attack Speed minus 10% oder so. So, ja, ich weiß, ich habe wieder vergessen, mir ein Pad zu kaufen und das ist langsam echt an der Zeit und so weiter, aber. Ja, ich habe nicht mehr dran gedacht. Genau, Party Skills an. Oh Gott. Ja, klar, GG. Ich brauche einen Stick. Ich brauche definitiv einen Stick. Vielleicht droppe ich schnell einen Stick. Damit ich meinen Ringmaster essen kann. Ach fuck, wisst ihr, das ist dann immer so nervig. Dann wird einfach mal schnell der Ringmaster eingegriffen, weil hier gerade so ein Akku denkt, du musst hinter dir gerade spawnen. Und dann, ja, RIP. Das droppt mir natürlich wieder auch kein Ding, kein, na, sag schon, kein Stick. Achso, das war jetzt zu spät, okay. Yay, Level Up, nice, wieder kein Stick, fuck. Nicht so schön. Weil das ist zum Laufen, ja, ich meine, gut, wir könnten auch schnell darüber laufen, aber... Ich bin extra relativ faul und will ehrlich gerade nicht unbedingt jetzt hier ewig lang in der Zeit in der Gegend rumlaufen. Naja, gut. Was muss, das muss. So, jetzt gerade eine Party gejoint. Bist du. der braucht bestimmt noch einen Platz oder so. Moment, raus. So. Jetzt habe ich nur 122k und das reicht natürlich noch nicht für ein Board. Fuck, Mann. Ich meine, es war jetzt irgendwie klar, aber ich habe eine Velocity hier. Jetzt geht's ab. Wow, einen Flamesword. SCR stattet. Warum droppt mir echt kein Knuckle? Wieso droppt mir nur so ein Crap da? Ich glaube, ich muss immer den Charakter echt mal bis zum nächsten Mal echt mal mit Equipment hier ausstatten. Ist hier schon kommen, also. Wäre eventuell gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Sind wir jetzt 42, das heißt, wir könnten fast schon den 45er Knuckle tragen. Vielleicht droppen wir auch mal noch einen. Halt jetzt aber eher mal für unrealistisch. Also, naja, nicht unrealistisch, aber. So, Kombination unserer Glück in Anführungsstrichen und, ja. Ich meine, ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn wir hier irgendwie Knuckles tun und so, dann kriegen wir irgendwelche Sticks oder mit Knuckles mit minus 22 STR oder so oder. Was weiß ich. So. Naja, ich meine, 5 Carpenia ist jetzt nicht so viel, klar, aber. Ich glaube ab Darkon dann. Ja, ich glaube ab Darkon war das, wo man dann irgendwie so 50, 60k abgemobbt habt. Und ja, ab dann lohnt sich's auch. Also dann kriegt man auch ein bisschen mehr Geld zusammen und so. Und spätestens ab da lohnt sich dann ein Sonnenpad. So, oh Gott, was haben wir jetzt bekommen? 5 Vitalkring X, yay. Nice.
So, Statten und Laufen nebenbei. So, da ist die Box, wo ich verreckt bin. So, jetzt bin ich wieder da. Finally. Naja, wahrscheinlich eine freie Zeit, bis wieder ein Akku kommt und man Ringmast umhaut. Ist nicht so, dass es das erste... Oh, Nackel. Oh, 3% Gritrate. Und bringt sogar mehr als der andere. Oh mein Gott. Yay. Damage. Wir kriegen Damage. Yay, yeah, nee, jetzt machen wir endlich mal Damage. Und vor allem haben wir auch mal Gritrate und Co. Okay, also ich nehme alles zurück. Dachte mir, irgendwie so die RNG in dem Game wäre mir nicht so ganz wohlgesonnen, aber... Jo, man täuscht sich immer wieder. So, dann Moonpinger. Hört gleich nur ich dieses Blinken nicht, wenn Moonstone oder Ori oder eine B-Karte kommt? Oder... Na doch, da ist es. Ja, keine Ahnung, habe ich mir vielleicht eingebildet. Warte mal, wir könnten eigentlich... Warum laufen wir eigentlich nicht AOE? Ich glaube, ich setze meinen Charakter um zum nächsten Mal. Oh, auf STA. Muss ich halt ein bisschen Geld vom anderen Charakter, also vom anderen Account nehmen, aber ich denke mal, ist ja ganz in Ordnung. Ich würde sagen, laufen wir einfach ein bisschen AOE, oder? Ich meine, wir laufen die ganze Zeit irgendwie hier One-on-One und alles, was wir spielen, jeden Surfer, alles nur One-on-One. Und ich glaube, es sackt langsam, oder? Also, ich weiß es nicht, aber... Ich meine, AOE und so ist halt zumindest ein bisschen so... Ein kleines bisschen... Cooler, spannender, toller, was auch immer. Merkst, ja gut. Jetzt auf einmal droppen wir ganz gut irgendwie. Im letzten Mal, in den letzten Folgen, boah, ich weiß nicht. Da kam es mir mal so, ja, so vor, als hat mir so, ja, keine Ahnung, fast gar nichts gedroppt und. Aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut, ja. So, und Damage geht auch langsam höher. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir One-on-One weitermachen. Oder vielleicht auch nicht, aber... Das ist eben die Frage. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, keine Ahnung, mach One-on-One, dann mach ich One-on-One und... Wenn ihr schreibt PvP... PvP, dann mach ich PvP. Nee, wenn ihr sagt AOE und so, dann... je nachdem, ja, können wir auch AOE spielen. Bei mir ist das eigentlich relativ egal, also... Ich denke mal, generell nur. Gut, ich gleich jetzt noch einen BP, den ich halt nebenher spiele. Der ist auch 101. Was ich eigentlich eh schon bereut habe, weil, ja. Später sind die Spawns zu riesig. Und die HP von den Mobs relativ hoch und alles und boah. Wo ich mir so denke, irgendwie. Kein Plan, aber. Läuft nicht so. Vor allem, wenn ihr dann den Kumpel mit dem AOE seid, dann irgendwie. 20-25% pro AOE kriegt und ja, ich stehe dann hier und denke mir so, ja, 10%, naja, so 5-10 Sekunden pro Mob, krieg 0,6%, wenn es denn kommt überhaupt. Und ja, der zieht an mir vorbei, ja, das wär's gar nichts. So, 46, würde sagen, wir machen hier noch das Level Pferd, oh, ein Stack. Machen hier noch einen Level fertig. Und, gehen dann zu Steamwalkern. Oder? Ist uns 46, ja, doch, ich denke mal, das Level machen wir auf alle Fälle noch und dann, ja. Ah, Mist. So. Ja, läuft bei mir wieder. Total. Ich habe die Angewohnheit, irgendwie auf mein Headset-Kabel draufzusteigen und dann mal kurz aufzustehen oder so, oder... je nachdem. Oh, Glock-Token. Nice. Oh, Sticker vor Gitoren. Oh mein Gott. Jetzt kriegen wir die ganzen coolen Sachen auf einmal, oder was? Als ob. Vor mir noch Müll gedroppt und jetzt auf einmal geht's los, oder was? Krass. Ringmaster für einen Stick, der noch einen vakanten Stick da, also den, ja nicht vakanten Stick, sondern halt den anderen Stick da.
den Billigstick von Level 15 so. So. Genau, Buffs haben wir hier alle. Genau, Steamwalker. Ich finde die Aufteilung eigentlich relativ cool. Also, ja, vor allem, weil man sieht, dass man, wenn man den Platz hier ordentlich ausnutzt, also hier immer die komplette Map und so, man kriegt so viele Mobs mehr auf die Map drauf. Das ist, ich meine, der hat im Prinzip, ja, zwei, ein Viertel Maps im Prinzip miteinander kombiniert, kann man eigentlich fast sagen. Und auch da kommt später dann, das ist ja auch ziemlich krass. Also von dem her, schon krass irgendwie. Ups. Hab schon überlegt, ob ich mir noch irgendwie da mal ein Talentset farmen soll. Talentset, was auch immer. Ich denke mir, wäre bestimmt ganz cool, oder? Ah, nochmal mal klar. 17, what? 17% Attack Speed? LOL. Ja, easy. LOL. Ja, jetzt geht's los. Holy moly, 17% Attack Speed und 13 Ends. Gut, ich meine, der Inti reißt das nicht so raus, aber... Na gut, ich meine hier, 700 Sekunden Stonehand. das ist erstmal ein Nachmann hier. Gut, okay, auch mein Main habe ich jetzt auch so in der Richtung, aber naja. So, warte mal, wir können hier sogar noch, mehr machen. Was ist 50? Geschwindigkeit? Ne, brauchen wir nicht. Und zwar Slash... Ich muss dazu sagen, der Guildname, ich persönlich finde, interessant. Ja. Jo, 11% Crit-Schaden, STR, STR-Stated. Ja gut, brauchen wir nicht, weil bei 3% Crit-Rate. Ja. Nimm lieber Attack Speed. So, jetzt kommt bestimmt gleich ein Willkommen oder so. Hallo Shaders. Cool, wir sind Schatten. Finde ich cool. So, goldenes Skill. So, nochmal 10 Stats mehr von allem und 5% Geschwindigkeit. Ich bin Level 28, das heißt, der Effekt verbessert sich eh gleich nochmal. Also, bald halt. Vielleicht schon zur nächsten Folge, wer weiß. Ich werde heute auch nochmal einiges leveln und naja. Eventuell kriege ich genug Quests zusammen für Level. Ups. Jetzt habe ich einen Timer gestellt statt einen Stopp. Oh je. Jetzt geht's los. So. Aha, zwei mit gleicher SMS ist wahrscheinlich effektiver als einmal, aber naja, wer es braucht. Ja, damit sind wir glaube ich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFlyP.